Prüfen Sie, ob der Punkt P in der Ebene, auf der Ebene oder wie auch immer E Doppelpunkt x Vektor gleich, also der Punkt heißt 2, 3, minus 2 und der Ebene heißt E Doppelpunkt x Vektor gleich 1, 0, 1 plus R mal 4, 2, 4 plus S mal 1, 3, 3. So, ich mache dieses Video jetzt das zweite oder dritte Mal, weil sich zwischendurch Unkonzentriertheiten eingeschlichen haben. Deswegen kann ich nur jedem auch empfehlen, hier möglichst konzentriert zu versuchen, ans Werk zu gehen. Also, als erstes mal setzen wir diesen Punkt hier als Vektor geschrieben für das x, den x-Vektor hier ein. Dann sieht das ganze Ding so aus. Das e fällt nämlich dann weg, weil es keine Ebene mehr ist, sondern wir prüfen ja in dem Moment, ob der Punkt auf der Ebene liegt. So, dann wird daraus ein lineares Gleichungssystem gemacht. Und da ich ein Fan des Einsetzungsverfahrens bin, bin ich auch ein Fan davon, erstmal wirklich nur die x-Koordinate aufzuschreiben. Das heißt, wir nehmen alles, was in x steht. X ist ja beim Punkt hier vorne und x ist beim Vektor immer oben. Das heißt, wir können hinschreiben, die erste Gleichung lautet 2 ist gleich 1 plus 4r plus s. So, da ich ja ein Fan des Einsetzungsverfahrens bin, muss man jetzt nach r oder s auflösen. Und in diesem Fall ist natürlich klar, dass wir nach s auflösen und holen die 4 und die 1, also 4r und die 1 darüber. Dann steht da, s ist gleich 1 minus 4r. Das schreibe ich mal hier an die Seite, s gleich 1 minus 4r, um mir das zu merken, damit ich jetzt gleich hier den Platz frei kriege. Denn jetzt möchte ich diese Erkenntnis von dem s gerne in die zweite Gleichung einsetzen. Dann schreibe ich hin, s in 2, das ist der nächste Schritt. So, die zweite Gleichung lautet, 3 ist der y-Wert hier, ist gleich 0, kann ich weglassen, plus 2r, also 2r, plus 3 mal s. Und s ist ja jetzt dieses, was ich hier unterstrichen habe, dementsprechend 3 mal 1 minus 4r. So, jetzt habe ich eine Gleichung, wo nur noch r drin ist. Das bedeutet, ich kann jetzt gleich r ausrechnen. Danach kann ich r hier einsetzen und kriege dann sowohl r als auch s raus. Gut, also erstmal hier ausmultiplizieren. Dann steht da 3 ist gleich 2r plus 3 minus 12r. Und jetzt kommt die Wischtechnik. 2 minus 12r ist natürlich minus 10r. Und diese 3 hier rüber geholt ergibt 0. Das heißt, hier steht 0 gleich minus 10r. Und das heißt, r ist gleich 0. Ne? R ist gleich 0. Dann ist natürlich s gleich 1. So, und diese beiden, die wir jetzt aus der ersten und zweiten Gleichung, also aus der x-Koordinate und der y-Koordinate gewonnen haben, müssen wir jetzt in die z-Koordinate einsetzen. Dann schreiben wir hier quasi nicht s in 2, sondern wir schreiben r und s in 3. Und da kommt dann hinterher unsere Interpretationsmöglichkeit. Also steht da, minus 2 ist gleich, das wollen wir aber prüfen, gleich 1 plus 4 mal 0 plus 3 mal 1. So, das hier fällt weg. 1 plus 3 mal 1 ist 4, dann steht da minus 2 und dann können wir hinschreiben, ist ungleich 4. Und die Interpretation dazu ist natürlich, wenn hier am Schluss nichts Gleiches rauskommt, dann ist das ja eine falsche Aussage. Und wir prüfen, ob der Punkt auf der Ebene liegt und hier steht dann das fette Nein. Ja, wenn hier 2 gleich 2 oder minus 2 gleich minus 2 oder sonst irgendwas Gleiches gestanden hätte, dann hätte der Punkt auf der Ebene gelegen.